Erst kam die Absage, dann die Kehrtwende. Die Veranstalter des legendären Arschhu-Konzertes gegen Fremdenhass haben jetzt doch einen Ort für ihr Jubiläumskonzert gefunden. Die Kölner Lanxess-Arena hatte am 10. November noch einen Tag frei. Die Konzertkarten gibt es ab sofort bei Köln-Ticket für einen Solidaritätsbeitrag von 5 Euro. Die Bands spielen auf der Bühne in der Mitte der Halle, sodass maximal 17.000 Menschen dabei sein könnten. Ich hoffe, dass wir ein tolles Programm hinkriegen. Also ich kann jetzt schon garantieren, dass fast alle gestandenen Arschhu-Künstler dabei sind. Bis auf Wolfgang Niedecken, der auf Tour in Leipzig ist, ist aber Casala, Keppelu, Brinks und so weiter. Höhner, ich vergesse immer jemand. Also von daher ist das jetzt nicht vollzählig. Die Polizei hatte sowohl auf dem Klotwigplatz als auch auf dem Heumarkt erhebliche Sicherheitsbedenken. Der WDR überträgt das Arschhu-Konzert am 10. November ab 20:15 Uhr im Fernsehen.